Schönheit und Ästhetik liegen für mich nicht im Auge des Betrachters. Das Empfinden dieser optischen Reize, das ist wohl eher determiniert. Und ja, wer sich was anderes einreden lässt, der ist entweder unehrlich oder naiv. Und die empirische Forschung, die steht natürlich wie gewöhnlich hinter mir. Okay, warum glaubst du, dass der männliche Pfau mit einem imposanten Gefieder ausgestattet ist, obwohl ihm das einen individuellen Überlebensnachteil einbringen könnte? Geringere Beweglichkeit, weniger Tarnung und so weiter. Naja, es ist derselbe Grund, warum der männliche Körper am attraktivsten ist, wenn er in einer V-Form gebaut ist, der übrigens sogar der goldene Schnitt von 1,6 zugrunde liegt und Frauen eben eher wie eine Sanduhr mit harmonischen, aber nicht extremen Rundungen exakt an den richtigen Stellen sein müssen, um Anziehung auszulösen. Bei männlichen Gesichtern, da punktet dann ein markantes Kinn, ausgeprägte Wangenknochen und schmale Lippen, weil das eben auf Testosteron hinweist, und bei Frauen eher weiche Gesichtszüge, volle Lippen, weil das nun mal auf Östrogen hindeutet. Hinzu kommt bei den Ladies noch das bekannte Kindchenschema, was mit Unschuld und der Erwartung von Fruchtbarkeit assoziiert wird.